Nichtschwimmern muss man hier vergeblich suchen. Dutzende Badegäste kommen ins Trierer Nordbad, suchen Abkühlung von der Hitze. Viele ziehen hier ihre Bahnen, entweder zur Erholung oder gar mit sportlichen Ambitionen. Doch auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Die lange Rutsche am Beckenrand, sie ist gerade für Kinder und Jugendliche eine der Attraktionen. Also Rutschen mag ich gerne, springen mache ich auch gerne. Da schwimme ich noch ein paar Bahnen rum mit dem Surfbrett, mit dem Schwimmbrett, so ein bisschen schwimmen, das macht Spaß. Das Nordbad ist in diesem Sommer die einzige Anlaufstelle für Badegäste. Das Südbad wird gerade generalsaniert und auch das Stadtbad musste seine Pforten schließen. Der Grund: im Innern wird umgebaut. Die Badegäste im Nordbad stört das kaum. Sie fühlen sich auch so wohl, auch wenn das für manche Gäste eine etwas längere Anreise bedeutet. Es ist einfach toll hier. Also ich bin im Büro die ganze Woche und hier kann man sich einfach schön entspannend ein bisschen Sport machen. Die Stimmung ist hier wunderschön, also einfach toll. Also ich versuche im Sommer mindestens einmal in der Woche. Und ich bin zwar ein Südbad-Fan, aber wie Sie wissen, der Südbad ist hier im Moment geschlossen. Aber wir kommen hier auch ganz gerne. Auch die Jüngeren haben hier ihren Spaß, der 5-Meter-Turm im Dauereinsatz. Auch für sie ist das Nordbad im Sommer ein Erlebnis. Wo kommen wir hin, weil es mir Spaß macht? Und weil jetzt hier Wasser ist, damit wir das abkühlen können. Ja, es ist einfach nur schön. Also hier ist nicht so, jetzt im Südbad so viele Leute. Hier kommen jetzt immer ein bisschen weniger. Ein Bad für alle Gelegenheiten, für Erholungssuchende genauso wie für Spaßsüchtige. Die einen ziehen friedlich ihre Bahnen, andere entspannen lieber am Beckenrand und wieder andere probieren sich an immer gewagteren Sprüngen ins kühle Nass. Viel zu tun für den Bademeister. Michael Föhr muss das Becken immer im Blick haben und sofort eingreifen, wenn etwas passiert. Ist mit Sicherheit nicht immer einfach, aber man muss halt ein gutes Stück, sagen wir mal, Durchsetzungsvermögen mitbringen und eben auch Argumentationsgeschick, dass man halt mit den Leuten auch entsprechend umgehen kann, mit den verschiedenen Charakteren, die man so im Badebetrieb hat. Ne? Ist nicht immer einfach, aber Probleme habe ich ehrlich gesagt keins damit. Ne? Ungetrübter Badespaß, selbst in der schnellen Rutsche. Die Besucher des Trierer Nordbads können sich darüber nur freuen. Und vielleicht wird ja in diesem Sommer auch so mancher Nichtschwimmer noch zur echten Wasserratte.